Ich weiß nicht, ob ich kurz zu Fuß laufen soll. Weil ja, dann kann ich ihm ranpfeifen, ja, dann kommt er eh wieder her, soweit ich weiß. Halt, für mich war das so eine richtig kleine Schlucht. Deswegen wundert es mich jetzt gerade, wo ich da bin. Weil ich weiß, dass ich nach rausgelaufen bin. Servus Fabi, willkommen im Stream. So, wir werden kurz einmal absteigen und sage ihm einfach folgen. Enable follow. So, jetzt müsste man eigentlich folgen. Problem ist, dass ich nicht genau weiß, wo der depperte Schlucht war. Weil man dachte, ich gehe jetzt zu Fuß, da bin ich ein bisschen schneller. Also ich komme mir ein bisschen breit vor. Wie schaut man da auf die Koordinaten aus? Ah, das könnte ungefähr hinkommen hier auch. Servus Wario, willkommen im Stream. Schaut da ziemlich gut aus. Ja, das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Genau, dort hinten sind die Trikes und dann auf der linken Hand ist, glaube ich, irgendwo der Höhleneingang. Hoffe ich zumindest. Ganz hinten in der Kurve was. Da ist ein Haus. Ah, dann ist das die Höhle sogar vom Manikus. Schauen wir mal kurz. Ja, Manikus, die haben da eine Hütte gebaut. Haben sich da ein bisschen verbaut, glaube ich. Ist mein Trax da? Ja, der ist da. Das schaut gut aus. Was? Und hier ist irgendwo. War nicht hier der Höhle. Aber das, da bin ich jetzt woanders, oder? Ja, es ist ungefähr da. Aber ich hätte gedacht, das war auf der linken Seite, war der Höhleneingang. Jetzt finde ich den verdammten Höhleneingang nicht. Gibt's hier nicht. Ja, ich muss einmal da den Stein weghauen. Vielleicht hat sich der genau vor den Höhleneingang gelegt, aber ich glaube, das glaube ich ja fast gar nicht. Servus LS Lava, willkommen im Stream. Ich habe nur deinen letzten Stream gesehen. Ja, in den Parts bin ich noch nicht so weit. Da sind noch einige Parts über. Also nicht wundern, wenn wir ein bisschen jetzt mehr da schon haben. Wo ist dieser verdammte Höhleneingang? Bin ich blind? Die haben das Haus sicher nicht weit entfernt gebaut. Ich kenne die Burschen ja. Die sind halt jetzt näher. Haben sie gekocht? Das war aber nicht der Schacht. Das ist ja Wahnsinn. Da war ein Linksknick, ja? Bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. Dann war irgendwo die Höhle. Das war nicht das. Da muss noch irgendwo eine geben, gleich in der Nähe. Bin ich mir ziemlich sicher. Servus Jim Knopf, willkommen im Stream. Boah, ich bin blind. Sicher auf der linken Hand und dann bin ich weitergelaufen. So. Trikes kommen mal her. Ich weiß nicht, du wirst da sonst stecken bleiben. Leider. Deswegen muss ich jetzt sagen. Nein, nein, nicht right. Sondern. More options. Don't follow me, please. So, und dann werden wir mal da hineinschauen in diese verdammte Höhle. Wenn wir mal Licht machen. Ich weiß. Boah, was ist denn da? Ach so, ja, das ist das bekannte Fehler. Das habe ich auch schon gehört. Jedes Mal, wenn du in eine Höhle reingehst, ladet sich eine neue Instanz zu irgendwie. Und da wird. Ja, irgendwie ist dann so laggig. Ich weiß gar nicht, was wir abbauen können. Das schaut nicht danach aus. Wir sollten uns halt den Ausgang merken, warte mal. Dass wir da nicht irgendwo hingehen, wo wir nachher nicht mehr zurückfinden.
Weil unsere Fackel ist auch nicht mehr so die beste. Werden mal ein Stück hineingehen und schauen. Beeren habe ich genug mit, die sollten wir vielleicht jetzt noch essen. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir den Stein hier abbauen können. Na. Was können wir in der verdammten Höhle abbauen? Vielleicht Tiefsteine da. Die können wir auf jeden Fall abbauen. Okay, gut. Wir werden jetzt unsere. Da haben wir auf jeden Fall mehr Metall. Jetzt ist die Frage, benutzen wir zuerst einmal unsere Steinspitzhacke so weit wie es geht und dann erst unsere Metall. Ich glaube, das werden wir machen. Nicht noch. Hey, wieso ist da kalt hier drinnen? So, da bekommen wir auf jeden Fall einmal Metall zusammen, was wir unbedingt brauchen. Sinnvoll wäre es, glaube ich, eher mit der Metallspitzhacke hier zuvor zu gehen. Dass wir da nicht ewig viel Metall verschwenden. Ich glaube, so viele Steine gibt es da nicht zum Zerkloppen. Und ich weiß, dass es da ziemlich gefährliche Viecher geben kann in solchen Höhlen. Es muss nicht, aber es kann sie geben. Und umso tiefer man kommt, umso mehr sind's, so wie ich das gehört habe. Kann man das vielleicht ercrappen oder was? Na, kann man auch nichts crappen. Das ist, glaube ich, auch ein Felsen. Na, ist kein Felsen. Ich traue mich gar nicht alleine reingehen. Wir haben so viel Metall schon wieder mit. Das ist auch kein Felsen. Servus, Lefabi, willkommen im Stream. Das schaut aber nach Felsen aus. Und sehr metallhaltig zumindest. Schaut so aus, aber ich. Nur halt mit der Steinspitzhacke. So, die ist jetzt eh hin, das ist gut so. Jetzt haben wir unsere Metal Pickaxe rein. Jetzt geht's los. Jetzt wird das Metall rausfliegen. Aus den Steinen. So, vier. Wir brauchen nämlich ordentlich viel Metall. Wir haben nämlich auch einen kleinen Plan für die Hütte. Halt, ich habe da einen kleinen Plan. Dort werden wir uns eine Art Tresor hineinbauen. Für unsere wertvollen Gegenstände, die wir so finden oder haben, halt für die Blueprints und so weiter. Das habe ich und das habe ich vor, komplett aus Metall zu machen. Jo, Alexander, willkommen zurück. Yep, Lefarbe habe ich noch, aber wenn dann erst nach uns Let's Stream. Also jetzt gerade nicht, kann ich es da gerade nicht schicken, wenn dann danach erst. Müsste ich mich nachher nochmal erinnern daran. Ah, das sind ja gar keine Gegner. Was haben denn die ganzen Leute immer wegen Gegnern hier gehabt? Oder die Feinde haben einfach Angst vor mir. Ich will eigentlich gar nicht zu tief hinunter, aber ich will Steine haben. Weil hätte ich noch keine die. Oh. Lauf, zwei Spinnen. Ich habe keine Ahnung, ob wir die. Wir haben nämlich nur Steinspitzhacken. Ah, Steinsperre. Kommen die da? Ja, dann machen wir. Probieren wir es mal mit dem Boden. Tümi ist am Handy abgekackt, okay. Schauen wir mal, ob wir die besiegen können, die zwei da. So, schnell weiter. Nein, nein, wieso? Weil ich die eine getötet habe. Macht mal das, weil ich noch keine getötet gehabt habe. Geh, Scheiße, das ist so eng. Komm. Perfekt, perfekt, schön gemacht. So, du hörst mal mir. Chitin bekommen wir daraus. Jetzt gehen wir gleich zu der zweiten auch hinunter. Mit dem Pfeil und Bogen geht's ja. Wir haben 6 Schuss oder 7 Schuss gebraucht. Halt nicht einmal so viel. Die werden schneller, wenn du sie angreifst. Okay, gut zu wissen. Wo haben wir die andere liegen lassen? Da liegt sie, da liegt sie. So. Wir werden aber noch ein Stück reingehen, halt wir werden so ein bisschen vorwagen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir
rechtzeitig auch wieder rauskommen. Halt, solange wir noch Essen haben und so weiter, geht's ja, und trinken. Ist ja noch alles in Ordnung. Nur ich will mich da nicht verlaufen. Scheiße, da geht's links oder rechts. Ich gehe mal links hinunter. Ich brauche nämlich noch Steine. Ich glaube, das könnte da ein Stein sein. Na. Ich weiß nur, umso tiefer man reinkommt, umso mehr Viecher sind da. Und deswegen will ich eigentlich gar nicht so weit hinein, aber ich brauche Metall. Wegen dem bin ich eigentlich hier. Und wegen sonst denke ich gar nichts. Ganze Chitin und so weiter ist alles Draufgabe. Da kann man auch nicht draufhauen. Spinne, Spinne. Drei Stück gleich, das drei Stück kann ich vergessen. Hinauf, einfach nur hinauf. Scheiße. So. Gut. Haben wir die auch wieder gekillt? Mit Pfeil und Bogen geht's ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Weil da haben wir auch nicht so die Schwierigkeiten. So. Der nächste. Aber es wäre halt zu zweit oder so. Okay, jetzt. Zu zweit um einiges einfacher. Muss man ehrlich sagen. Wahrscheinlich. Oh, was ist denn da mit der Spinne los? Decomposed? Achso, was? Die war jetzt irgendwo gerade. Habe ich selber nicht herausgefunden, wo ganz genau. Ah, das ist schlecht. So, ich hoffe, dass wir. So, wir müssen ein bisschen was essen. Und rechtzeitig dann. Und ich hoffe, dass dort oben unser Trix nicht angegriffen wird. Beziehungsweise er sich gut verteidigen kann. Das ist kein Stein. Gut zu wissen. Drüben ist ein Stein. So. Auf jeden Fall bekomme. Ich höre da immer die ganze Zeit ein Monster. Oh, Schlange. Ich weiß nicht, wie stark eine Schlange ist. Bin nur alleine, deswegen ist das Problem. Bitte denn das Metall hier noch holen und dann weiter runter kann ich nicht mehr gehen. Drüben wäre auch noch einmal eines. Ich hätte zwar gerne die Spitzhacke komplett verbrauchen. Aber ich glaube. Wird nix. Beziehungsweise ich muss wieder rausfinden auch, das ist das Problem. Eher. So, wie viel haben wir denn? Ein bisschen was hätten wir noch ins Inventar reinbekommen. Scheiße, Spinne, 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 Spinne. Ich muss aufpassen, dass ich da. Ach, jetzt. Nicht hängen bleiben irgendwo. Wo ist die zweite? Scheiße, mein Bogen ist hin. Das ist ganz schlecht. Weil ich habe keine Ahnung, wie stark die sind, wenn wir da mit Speer drauf gehen. Ich hätte aber noch gerne mein Inventar zumindest mit Metall voll machen. Das wäre halt noch mein Ziel jetzt auf jeden Fall gewesen. Was? Eine Schlange allein ist ein bisschen gefährlich. Okay. Danke mal für den Tipp, Pixel. Hast du das Spiel vielleicht auch, oder was? Oder schaust du es bei irgendwem? Haben wir auch noch einmal Metall. Das Gute ist, dass wir jetzt ordentlich viel Metall schon haben. Also viel Metall haben wir noch nie gehabt. Da war gerade irgendwas wieder. Okay, dein Freund hat's. So, das ist der Durchsichtige. Gehe ja ungern da noch weiter rein, aber.
Beziehungsweise wir müssen nachher aufpassen, dass wir nicht zu schwer werden. Okay, da haben wir schon das Problem, aber das können wir ganz einfach lösen, indem wir machen einfach bei den Stones Drop und wir sind schon wieder um einiges leichter. Aber ich glaube, wir werden auch ziemlich rausgehen, halt. Wir werden uns draußen den Bogen wieder craften. Ja, wir werden raufgehen. Wir werden einmal rausgehen. Wir werden uns draußen den Bogen wieder craften. Das Metall in unseren Twigs reinhauen. Und dann noch einmal reingehen. Vielleicht finden wir dann noch einmal irgendwo. Vielleicht spawnen jetzt wieder.